Hallo YouTube und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von FIFA 17, dem Karrieremodus auf Evo 2K TV. Heute steht das Spiel gegen den Sportclub Freiburg an. Die in der Tabelle, können wir uns mal anschauen, wo die in der Tabelle stehen. Auf dem letzten Platz stehen, okay, mit 11 Punkten, 41 Gegentore schon, wir die wenigsten Gegentore. Die haben erst 23 Tore geschossen, wir haben auch erst 34 Tore geschossen, also schauen wir mal, ob die Tormaschine Aubameyang wieder trifft. Der hat ja im letzten Spiel mal eine Schonung bekommen. Costa sogar Zweiter hier in der Liste mit 10 Toren. Aubameyang 12 Tore. Also müssen wir mal schauen. Legen auf jeden Fall los. Wir spielen heute übrigens auch wieder in Bestbesetzung. Nachdem ja im letzten Spiel einige geschont wurden. Hier sehen wir es dann. Bürki, Bartra, Sokrates, Paslak. Paslak ist natürlich jetzt nicht Bestbesetzung, aber ich finde, der hat die Chance nach diesem starken letzten Spiel absolut verdient. Schmelzer ist auf der linken Seite, dann Götze, Weigel, Castro, Pulisic, der auch sehr stark gespielt hat, wie ich finde, darf auch weiterspielen, dann Aubameyang und Reus. Jo, und da reisen wir dann jetzt auch mal ins schöne Breisgau, wo es auch mal wieder schneit. Es kann losgehen, liebe Zuschauer. Herzlich willkommen. Die Ivy Lane. Wolfuß und Frank Buschmann begrüßen Sie. Buschi. Ja, keine leichten Bedingungen heute für die Spieler, Wolf. Es ist ganz schön kalt und es schneit. Ich bin mal gespannt, was das für das Spiel bedeutet. Ich bin mal gespannt. Hier schneit es wirklich wahrscheinlich schon im April. SC Freiburg gegen Borussia Dortmund. Borussia Dortmund hat ja das letzte Heimspiel gewonnen, als es gegen den VfL Wolfsburg ging. Das 2:0 war völlig verdient und auch heute. Okay, man kennt, er kennt 0 vom Logo, aber der Wille zählt. Die Tabellenspitze ist für die Gäste heute in Reichweite, aber so ganz haben sie es leider nicht in der Hand. Warum haben sie, was ist hier für eine Tabelle? Manche 22 das wäre Spiele. Dann natürlich ein absolutes Ausrufezeichen. Bayern erst 20. Damit würden sie ihre Ambitionen noch mal deutlich unterstreichen. Der Kagawa mit und Ramos. Oder Dembélé war es, aber Ramos mega stark im letzten Spiel, die zwei Tore. Giki wird im Tor. Gucken wir auf die Formation. Zwei Spieler im Sturm. Griffo, Franz, Höfler, Abraschi, Günther, Torion, Kempf, Stenzel und Giki wird. Die beiden vorne drin und dann gucken wir einfach mal, wie sie das dann wirklich auf dem Feld umsetzen. Und der Ottmar hier wieder. Und so tritt der Übrigens, das habe ich ganz vergessen zu sagen. André Schürrle fällt nur 8 Tage aus. Also war nur eine leichte Ellenbogenverletzung. Wir sehen hier ein 4-3-3 und klar, das wird viel über die Außen, viel über die. Ich habe schon wieder damit gerechnet, dass der länger ausfällt. Geleitet wird die heutige Partie von Jascha zur Heide. Der Jascha zur Heide, das ist doch schön. Jo, da legt er das Bällchen hin. Und dann haben wir Anstoß, wie es aussieht. Ach ja, ja, da lassen wir uns aber ganz schön Zeit. Wenn der Ober, wie er da hintrabt. Was machen die denn hier? So, geht's jetzt los? Ja, okay, los geht's. Kann losgehen. Die Dortmunder Borussia. Und Mario Götze auch mal wieder am Ball. Lang nicht mehr mit ihm gespielt. So, Castro. Nun Aubameyang. Passler. Felix Passler. Oh, stark auf Pulisic. Das Abseits, ist verdammt. Spiel. Schade. Immer auf Höhe der Verteidiger. Wenn es gut geht, hat er freie schade, Bahn. Schade, aber schade. Hier war es Abseits. Ganz eng war es, aber ich denke, es ist richtig entschieden. Griffo. Nils Petersen. Oh. Klasse Einsatz, aber kommt er auch an den Ball. Stark von Bartra. Und keine Unterbrechung. Es gibt den Vorteil für Passlack. Borussia Dortmund. Und Pulisic. Mit dem Ball am Fuß Richtung gegnerisches Tor. Jawohl, haben wir. Felix Passlack. Geht er rein? Boah, schade. Den Ball. Wo kommt Passlack denn her? Und festgehalten. Klasse gemacht. Man merkt schon, das ist nochmal deutlich anders von der KI bis jetzt als Wolfsburg. Gutes Tackling, fair gemacht und er hat den Ball. Schade. Heute stehen zwei exzellente Spieler im Mittelpunkt. Alles Excellent, ist angerichtet Maximilian für ein Philipp. Fußballfest. Ich glaube, das wird ein wirklicher Leckerbissen. Ist ja auch kein Wunder, wenn sich diese Offensivkräfte gegenüberstehen. Gar nicht.
Das könnte die Chance werden. Pascal Stenzel. So, den hat Bartra mal geklärt. Ach, eklig. Er bekommt die Unterstützung. Abraschi. Nein. Das haben sie jetzt. Nils Petersen. Den habe ich eigentlich drin gesehen. Der Schnee, was gibt's jetzt? Schnee, gelb für einen Freiburger. Das kennen wir besser von ihm. Und für jetzt Giffro. Kriegt er doch noch seine Strafe. Der Schiri belässt oh nein. Es allerdings. Philipp. Ja, sehr stark. Das ist die coole KI hier in dem Spiel. Der Ball ist draußen, gibt Einwurf für Dortmund. Sehr geil. So, Buschi. Was sagst du zu dem Wetter? Übrigens auf dem höchsten Schwierigkeitsgrad eingestellt ist. Optimale Bedingungen. Götze, auch Weigel. Ja, aber der Schnee. Das mal Marco Reus. Ja auch eine ganz andere interessante Note verleihen. Wenigstens einen Einwurf rausgeholt. Zumindest solange es nicht so schlimm wird, dass der Platz überhaupt nicht mehr bespielbar ist. Oh, Schmelzer. Götze. Mario Götze hat sich 2014 auf in die Geschichtsbücher des deutschen Fußballs geschossen. Ja, Verlängerung gegen Argentinien. Flanke Schürle. Und dann macht Julian Weigel. Oh, Weigel, schade. Kein guter Abschluss. Er hat den Ball einfach nicht richtig getroffen. Das ist so schwer, ein Tor jetzt zu schießen. Da macht ihn schon der Schnee zu schaffen. Das dürfte zumindest einer der Gründe gewesen sein. Nach Mann. Griffo. Reus. Und jetzt Ober. Jetzt Ober mit der Chance. Und die Chance. Ober. Nein, Oberbejagen, Alter. Das ist noch gefährlich. Was eine Chance, Mann. Ja, oh, schade. Da geht er gut dazwischen. Guter Pass, so macht er das Spiel breit. Gut verteidigt, die Hereingabe abgeblockt. Mann. Marco Reus gehört für mich persönlich offensiv zu den besten deutschen Spielern. Was meinst du, Buschi? Sich genauso, Wolf. Umso mehr ist es schade, wie häufig der Nationalspieler verletzt ist. Und trotzdem kommt er immer wieder bärenstark zurück. Ja, da bin ich schon mal gespannt, wie lange das wieder, ob es Reus dann wieder verletzt ist nach, seine, nach seinem Comeback. So, jetzt Paslak. Stark auf Pulisic. Im Moment kommen sie nicht richtig durch. Die Abwehr steht gut. Nein. Höfler. Griffo. Ich muss auch sagen, ich spiele auf die linke Seite echt total ungern. Ich weiß nicht, warum das so ist, aber es war schon damals auf dem Super Nintendo so. Abraschi. Dass ich auf die rechte Seite echt immer stärker war. Vielleicht liegt es einfach daran, weil ich auch Rechtshänder bin. Da ist der Ball weg. Keine Ahnung. Reus. Da ist Reus. Gut vom Schön. Torwart. Und die Ecke ist jetzt sicher eine gute Gelegenheit. Das gibt's nicht. Ich würde sagen, ausbaufähig die Leistung des BVB bis hierhin. Noch warten wir auf das erste Tor. Oh Mann. Wer war das? Götze? Er fair vom Ball. Und jetzt Stark. Gibt's Einwurf für Dortmund. Gonzalo Castro jetzt. Schmelzer. Oh, schneller auf Ball Reus. Laufen, aber jetzt bräuchten sie auch mal einen Zug zum Tor. Weigel. Und jetzt Reus. Sie rücken schön nach, bieten sich an. Ach Mann. Und jetzt ist der Ball erstmal raus. Günther. Der Günni. Griffo. Und Paslak. Und Sokratis. Mit viel Glück. Weigel. Und jetzt Reus. Reus. Ach, Trick nicht funktioniert. Höfler. Ah, Freiburger kommen jetzt ein bisschen besser ins Spiel. Lass uns kurz über Borussia Dortmund sprechen. Das war eine starke letzte Saison, ne? Definitiv, Wolf. International war das gut. Dann noch das Pokalfinale Reus, und sehr eine schön. Richtig starke Bundesliga-Saison. Was fehlt? Nein. Jetzt liegt's vor allem an den Kreativen. Gonzalo Castro. Ach, das gibt's doch nicht, ey. Höfler.
Mal Freiburg ist jetzt eigentlich echt im Glück. Haben zwar auch eine gute Gelegenheit gehabt, aber müsste vom Ballbesitz, wenn da irgendwie gleich steht, dass Freiburg mehr Ballbesitz hat, das wäre ein Witz. Jo. Letzter Einwurf vielleicht. Und der BVB auf dem Weg nach vorne. Sie suchen die Lücke. Castro. Pulisic. Wo geht der Pass denn hin, Leute? Sieht gut aus, der Pass kommt. Und da holt er sich den Ball. Ja, das soll es dann wohl gewesen sein. Jo. Keine Tore zur Pause. Ey, wo geht für dieser beide Pass Teams denn hin? Als würde ich da hinten rechts hindrücken. Aber jetzt bin ich auch gespannt. Was sagt der Ballbesitz? Wie steht es sonst so? Bayern führen leider 3-0 gegen Hamburg. Leipzig 1-1 Köln und Darmstadt 1-2 gegen Augsburg. So, wo sehen wir denn hier die Spielinfo? 46% Ball. Ja, hätte ich mir doch deutlich mehr erwartet. 13-0 Torschüsse. Weiter geht's. Jetzt spielen wir auf unsere Lieblingsseite. Jetzt geht's weiter. Ein bisschen offensiver. In dieser zweiten Hälfte. Oh, Castro. Castro. Alter, das gibt's nicht. Da hätten wir ihn fast gehabt, den Führungstreffer. Da hat wirklich nicht viel gefehlt. Ey, die sind die Schießbude der Liga und ich krieg den Ball nicht rein. Avrashi. Höfler. Wo ist eigentlich der Herr Götze? Von dem sieht man gar nichts. Das könnte die Chance werden. Das wird nicht gefährlich. Die Flanke war einfach nicht gut genug. Und jetzt Pulisic. Pulisic. Und da ist er, Ober. Da ist das Tor und damit liegen sie vorne. Jawoll, 1-0. Endlich hat mein Konter ja auch funktioniert. Hat er den Ball durch den Schnee nicht richtig gesehen? Ja, ja, natürlich nicht. Wie viel das Saisontor? Das 13. Sehr cool. Für den Keeper. Das Wetter ist schon ein Problem. Und damit haben wir den ersten Treffer. Jetzt könnte das Spiel richtig Fahrt aufnehmen. Oh, Reus. Und bei der nächsten Unterbrechung wird hier gewechselt. Ja, ich glaube, wir werden aber auch ein paar Spieler schon. Weil ich weiß nicht, aber ich glaube, das nächste Spiel ist gegen Man City. Gegnerisches Tor. Wäre natürlich dann nicht so cool, wenn wir hier einen Ober oder so schon, wenn der keine Power hätte. Und jetzt Castro. Und in Kürze steht die nächste Bundesliga-Partie. Ah, nee, scheint doch. SC Freiburg. Obwohl, dann geht es für Freiburg, ich bin international. Sollen wir unser Ergebnis oder unser Spiel zeigen? Für Sie vor Ort. So, jetzt haben wir Götze. Oh, Weigel, mega schlechter Pass. Wird's jetzt gefährlich? Ach, Götze, Mann, das war doch kacke. Nicht ganz richtig. Ey, von Freiburg kommt ja gar nichts, das ist ja Wahnsinn. Und wir treffen das Tor nicht, Weigel. Götze! Oh, super erste gute Gelegenheit von Götze. Und das ist eine Ecke für Dortmund. Schlechter Schuss, mega schlechter Schuss. Halbe Stunde noch, da geht er hin und faustet den Ball weg. Euer Spieler, da, Paslak. Im Moment kommen sie nicht richtig durch, die Abwehr steht gut. Avrashi. Eine Auswechslung bei den Gastgebern steht an. Ja, ich würde auch gerne auswechseln, aber es kommt halt darauf an, wer der nächste Gegner ist. Pass auf die Außenbahn. Ich könnte vielleicht sowas auch mal im Vorfeld gucken. Das wäre wahrscheinlich dann was sinnvoll im Spiel einzufügen wäre. Philipp. Sie lassen den Ball auf einmal gut laufen, schwer für den. So, gratis, jetzt ein Freistoß. Gegen den BVB geben. Lächerlich, wo kommt der ganze Schnee auf einmal her? Drüber. Ding, ein guter Freistoß. Und das aus der Distanz. Oh, dann schießen wir jetzt mal weit. Und Aubameyang auf Pulisic. Ja, und da haben wir den nächsten Gegner vom BVB. Oh, gegen Freiburg. Es geht für sie Pulisic. Gegen Leverkusen im nächsten Spiel. War ich gerade gegen Pulisic? Auf jeden Fall Elfmeter, sehr schön. Und was gibt's? Was gibt's? Gibt der Rot oder gibt der Gelb? Komm du hier. Gelb gibt's. Gibt Elfmeter! Und noch die gelbe Karte. Lass mal Aubameyang wahrscheinlich schießen. Ah, Reus hat der bessere Elfmeter-Werte. Aubameyang hat bessere. Und da ist er drin.
Doppelpack. Und da ist der Götze. Das hat er erwartungsgemäß erledigt. Und da hat er seine Nerven im Griff und trifft vom Punkt. Jetzt steht es 2:0. Das dürfte ihnen Ruhe geben. Na komm, vielleicht noch ein drittes Tor mit Ober, das wäre geil. Aber noch auf der Uhr. Mal sehen, was sich noch tut. Nils Pedersen. Abraschi. Jetzt könnte es gefährlich werden. Ey, wann ist denn immer das Rückspiel in der Champions League? Das gibt's Sie doch gar nicht. Sie suchen das Loch in der Abwehr. Nein. Gleich gibt's eine Auswechslung. Na komm, wir wechseln auch mal aus. Wir bringen mal Shinji Kagawa. Und Dembélé könnte man auch mal bringen. So, Kagawa für Castro. Haben wir noch einen dabei, den wir bringen können? Nö. Obwohl, Ramos? Ah, komm. Ich will noch das dritte Tor mit Ober. Jetzt müssen Sie aufpassen. Der BVB will wechseln. Sie passen den Ball gut, aber jetzt brauchen Sie mal eine überraschende Aktion. Steiges Spiel, gute Idee. Philipp. Und keine Ricky. Gute Flanke, einfach zu halten. Paslak. Pulisic. Und Aubameyang. Ach scheiße. Sauber vom Ball getrennt hier. Und den Ball hat er sich geholt. Oh, Götze. Der Castro. BVB hier mit dem nächsten Angriff. Ah, scheiße. Pass zurück zum Torhüter. Günther. Nils Pedersen. Ah, schön gemacht vom Bartra. Den Einwurf. Da kann er ihn stoppen. Auch Dembélé. Torrejon. Das sah gut aus bis hierhin. Und da war Kagawa zum ersten Mal. Verloren. Ach Mann, ey. Da wird der Ober weggedrückt. Kempf. Nils Pedersen. Der war nicht schlecht. Und wieder Paslak. Felix Paslak. Oh, Dembélé. Der Ball spielt er raus. Oh, shit. Hätte vielleicht doch hochflanken sollen. Wäre vielleicht ein bisschen besser gewesen. Griffo. Riskanter Pass. Jetzt vielleicht die Chance für Freiburg. Jetzt wird's gefährlich. Stark gemacht, das könnte was werden. Da passt er auf. So, Dembélé. Dembélé. Und jetzt Reus. Den spielt er steil. Aubameyang. Och Mann. Da bleibt er stehen. Reguläre Spielzeit ist um, aber es geht noch weiter. Gibt 3 Minuten foul. Oben drauf. Was? Marc Bartra. Jetzt vielleicht der BVB. Und Aubameyang wird geblockt. Und das soll es gewesen sein. Jo, Abpfiff 2:0 gewonnen in Freiburg. Lockeres Spiel. Hätte echt höher ausgehen können. Aber deutlich entspannter als gegen Wolfsburg das Ding. Ja, Wolf, weißt du genauso wie ich das sage. Ja, Reus Götze, nicht so der Kracher heute. Ohne zündende Idee bringt dir. Ja, labert man nicht so viel hier, ihr zwei. So, wie waren so die Statistiken? 0:7 Schüsse. 2:9 insgesamt, also 7 Torschüsse. Angeblich nur 47% Ballbesitz. Naja, gut. Wie gesagt, morgen das Spiel. Oh, Bayern 5:0 gegen Hamburg gewonnen. Leipzig, Köln 1:1. Darmstadt 2:2 gegen Augsburg. Morgen das Spiel gegen Leverkusen. Weiteres Topspiel. Mal gespannt. Und da simulieren wir mal direkt hin. Wie weit ist es? Ja, da kommt's schon. Also, Ramos hat uns eine E-Mail geschickt. Die werde ich euch jetzt mal nicht vorlesen, denn ich mache an dieser Stelle Schluss. Wünsche euch einen schönen Tag, hoffe natürlich, dass euch das Video gefallen hat, nehmt mir einen Daumen nach oben da, lasst und vielleicht sogar ein Abo, wenn das noch nicht passiert ist. Wünsche euch einen schönen Tag, lasst euch gut gehen, bis morgen, macht's gut und ciao.